Seid ihr bereit für das große Finale von Yoshi's Woolly World? Ich bin ganz nervös. Ein Belohnungsbier für 100% Yoshi's Woolly World bis hierhin. Ich werde jetzt das Finale spielen für die Leute auf YouTube, die das nachgucken. Irgendwann um die Folge 50 rum. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet. Das wird wahrscheinlich ein Stundenpart, weil ich jetzt alles in einem Part noch beenden möchte. In diesem Sinne, cheers. Baby Bowser Schloss. Was, Baby Bowser? Kein richtiger Bowser? Ist Wolle zu billig für den richtigen Bowser? Wir werden sehen. Baby Bowser Schloss. Let's do this. Okay. Ich bin sau gespannt, was jetzt passieren wird, ey. Mhm. Okay, scheinbar muss man sich noch so zum Schloss schießen lassen. Ist hier nicht noch irgendwie was Geheimes? Ja, man schießt sich zum Schloss. Und das mehr als episch. Oder sie hatten für den richtigen Bowser nicht genügend Wolle, ja. Okay, und los, meine lieben Freunde. Ich wette, das Level wird richtig knallig. Und los. Lauf, Yoshi! Wusste ich. Okay, man muss gar keine Hektik haben. Darf ich nochmal zurück? Weil ich keine Hektik habe, gucke ich lieber nochmal, ob hier noch was ist, aber... Ich glaube nicht. Also das Level werden wir auch garantiert zweimal machen. Ich werde Bowsers Schloss nicht im First Try 100% klären. Das glaube ich nicht. Oh oh. Oh oh. Okay. Oh je, viele Wege. Oh je, oh je, oh je. Aha. Ah, hier gibt es garantiert irgendein Rätsel, das man machen muss. Ich orientiere mich erstmal rechts. Wir gehen erstmal nach rechts. Oh, was ist da? Oh, Wasser. Oh mein Gott. Oh Mann. Nein! Scheiße. Das ist bestimmt auch eins, das ich nur einmal aktivieren darf, oder? Und dann gibt es da unten... Komm ich jetzt überhaupt wieder hoch? Muss ja, oder? Ich soll sogar einmal runterfallen. Sag mal bitte, den kann ich nochmal aktivieren. Bitte, bitte, bitte. Ansonsten finde ich das... Okay, gut. Dann ist es halb so wild. Oh, es sei denn, er schubst mich da schon wieder rein. Ja, dann bin ich aber selber schuld, wenn ich so abfacke. Dann habe ich es auch nicht anders verdient. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen auf dieses Schwungteil auch achten. Von der anderen Seite, wa? So. Aber da glaube ich, soll ich am Ende hin. Scheiße. Da hätte ich erstmal das hier machen sollen, oder? Nee, hätte ich mir sparen können. Scheiße, das sind so Sachen, die weißt du halt vorher nicht, ne? Na gut, dann eben noch ein einziges Mal. Warte mal. Okay. Nur kurz geguckt, ob vielleicht doch noch was ist. Passt. Spannung. Ups, ist in der Tat riesig.
Das ist das letzte. Okay, das hatten wir auch noch nicht. Das letzte. Oh je. Wollknäuelteil haben wir gerade gefunden. Respekt. Das muss man auch erstmal schaffen. Oh, und dann ist das ja auch noch richtig hässlich. Uiuiui. Boah, bleib unten. Oh Gott. Das ist alles hier? Das ist nur der kleine Bereich gewesen? Okay. Dann bin ich irgendwie skeptisch. Ich bleib mal auf dem Teil. Habe ich mir schon gedacht, dass auf der anderen Seite vielleicht doch noch was ist. Gut, dann schauen wir hier rein. Oh Gott, diese Typen. Alles klar. Ich versuche jetzt hier ganz ruhig. Wir sind nämlich im Schloss. Im Bowsers Schloss. Okay, da geht's weiter. Ach du Scheiße, was ist das hier? Okay. Oh. Ich trau mir ja fast wetten, dass da was passiert, wenn ich die alle kille. Oder sie sind weg. Dann passiert ja vielleicht nichts, wenn ich sie alle kille. Okay, warte mal. Da oben ist was. Da können wir auf jeden Fall hin. Also bis jetzt eher nur verwirrend und mysteriös das Level. Keinesfalls schwer oder so. Keinesfalls. Ultra verwirrend, weil du überhaupt nicht weißt, wo du langläufst. Du hoffst auch eigentlich nur, das Richtige zu tun. Aber bisher... Ups, das war haarscharf. Aber bisher geht's ja. Was das allerdings soll, frage ich mich schon. Soll man da rein? Das kann ja nicht sein, deren Ernst sein. Da bist du ja tot. Gesundheit. Aha. Aha. Kollegen, alles genau absuchen. So, das war das Erste. Das mit der Röhre muss ich mir mal merken. Wo kommen wir raus? Hier jetzt. Ah, ich werde mal noch nicht zwischenspeichern. Bringt das was, die Dinger zu aktivieren? Ich habe zwei Möglichkeiten zu speichern. Boah, wollen die wirklich von mir, dass ich die in den richtigen Farben... Nee, oder? Hier war doch nicht wirklich was Farbiges, sage ich jetzt mal. Es muss bei der Röhre weitergehen. Ja, hier ist doch nur schwarz. Warte mal. Das musste ja so sein. Alles andere macht überhaupt gar keinen Sinn. Alles klar. Man muss in die Röhre auf jeden Fall rein. Und oh je, mit dem Kollegen da. Okay, dann kann man hier ein bisschen austricksen. Da muss man aber schnell sein. Scheiße, okay.
Leben gibt es aber hier Gott sei Dank recht gut. Das war alles nur für eine Blume jetzt? Nee, ne? Da geht's noch in die Mitte rein. Hör, nee, da komme ich her. Dieses Herz irritiert mich. Okay. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nie drauf geachtet, ob da wirklich farbige Scheigei. Also ein roter Scheigei, ja, soweit so gut, den hätten wir. Aber waren da auch andersfarbige dabei? Da habe ich jetzt nicht so genau aufgepasst. Weil bisher halt nur schwarze da waren. Und hier auch nur schwarze sind. Okay. So, hier ist leider auch kein andersfarbiger. Sonst hätte ich gesagt, dann verstehe ich das, was sie hier machen. Nee. Doch, es wusste, da passiert was, wenn ich die alle töte. Okay. Aber da ist ein Grüner. Das wird dann wahrscheinlich schon Sinn machen, dass ein paar wirklich andersfarbig sind. Dann wird wahrscheinlich... an jeder Seite, sage ich mal. Oder in jedem Abschnitt jeweils ein unterschiedlich farbiger Scheigei sein, oder? Dementsprechend auch da unten nochmal. Da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Nee, hier ist tatsächlich kein anderer. Okay, lass mal einfach mal so stehen. Das ist mir jetzt erstmal egal. Ich guck mal, ob das überhaupt so funktioniert. Aber anders kann ja nicht sein, hier ist ja nicht mehr viel. Mit dem einzigen Unterschied, dass ich echt nicht wüsste, wo... blauer Scheige oder so ist. Aber ein weißer Scheige habe ich auch nicht gesehen. Doch. Hm, ich muss sie wirklich farblich anpassen. Mhm. Also jetzt nochmal genau hingucken, wo die Shy Guys sind. Ich gucke jetzt nochmal hier rein. Da war der Rote. Und auch nur der Rote, ne? Da ist definitiv nur der Rote. Da brauchen wir nicht diskutieren. Das ist nur der Rote hier. Ja, wie weiß, habe ich ganz am Anfang bekommen. Ja, aber die können ja nicht verlangen, dass du das Level neu starten musst. Du weißt es ja am Anfang nicht. Das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein, oder? So, die sind tot. Die spawnen nicht mal mehr nach, scheinbar.
Na, grün und rot haben wir ja. Das ist jetzt nicht das Thema. Die spawnen hier auch brav nach, so wie es aussieht. Da oben könnte noch was sein, oder? Jetzt sehe ich es erst, dass da oben noch wahrscheinlich was ist. Dafür brauche ich... Deswegen steht da eine Viererreihe von Shy Guys. Alles klar. Aha. Da traue ich mir fast wetten, dass hier ein anderer, andersfarbiger Shy Guy ist. Drin ist. Ah, die Geschenkteile ergeben auch andere Farben. Aha. War lila jetzt eine der Farben? Nee, weiß. Was für ein blauer Faden? Ein blauer Faden? Wo war ein blauer Faden? Die werden ja wohl einen jetzt nicht irgendwie in die Hölle schicken, wenn man einmal jetzt verkackt. Muss doch alles nachspawnen an Farbe. Bei der blauen Röhre war das. Da war ein blauer Faden? Okay. Der, an dem ich dranhing? Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein, den braucht man doch. Kann schon sein, dass bei Blau-Blau ist, aber ich, ne, schauen wir mal ganz in Ruhe. So Leute, aber ich kann den Faden doch nicht abmachen, das geht doch nicht. So, und wie stellt ihr euch jetzt das vor? Was soll ich mit dem Faden da machen? Ich kann den Faden doch nicht mitnehmen. Sind das Schweine, ey. Sind das Schweine, ey. Wow. Wow, sind das Schweine, ey. Oh, Mann. So weit, so gut. Freddy hatte quasi gleichzeitig auch die Idee. So, blau. So. Und wo ist jetzt weiß? Wenn weiß ganz am Anfang war... Dann ist das ja schön und gut. Aber ich kann nicht mehr zum Anfang zurück. Was für Möglichkeiten bleiben dann noch? Schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja noch was Ähnliches wie jetzt gerade in dem Wasser einfach übersehen. Ich habe so vom Gefühl her, würde ich sagen, dass das hier irgendwo ist. Weil hier haben wir gar nichts bisher gehabt. Dass da ganz oben einer war, weißt du? Die Schweine, nein, das machen die nicht, oder? Boah, ist das gemein, ey. Boah, ist das gemein. Boah, ist das gemein.
Boah, ist das gemein, ey. Und da ist sogar noch das letzte. Oh mein Gott, aber wir haben alles, ne? Nein? Was? Uns fehlt noch eine Blume? Oh mein Gott, wo soll denn Blume 2 sein? Weil ich hab jetzt, bin jetzt nämlich echt aber kurz davor, das zu 100% einfach so zu schaffen. Da hätte ich glatt Interesse dran. So, hier waren wir ja, ne? Da war nur eine Fake. Da war auch eine normale Blume, aber die war hier, die haben wir ja schon. Hier sind wir raus. Wo könnte jetzt noch eine Blume sein? Das ist echt hardcore. Die könnte sich hier irgendwo in der Mitte befinden, vielleicht so als versteckte. Nee, aber hier war eine Blume ja direkt in der Mitte. Das kann es also eigentlich nicht sein. Die Checkpoints will ich deswegen nicht aktivieren, weil falls ich doch nämlich noch irgendwo treffen lasse, dass ich wieder 100% Energie habe. Warum sind die da? Warum gammeln die da? Einfach so zum Spaß, ja? Schauen wir mal. Öffnet sich dann einfach ein Tor, wenn wir den ausfüllen? Okay. So. Deswegen fehlt uns aber immer noch eine Blume. An was für einer Wand ist eine Vertiefung? Was soll ich denn mit der Info? Hier gibt es 100.000 Wände. Die Musik hat schon ausgesetzt. Hier hatten wir aber definitiv... Also viel Möglichkeiten kann es nicht mehr geben. Vielleicht in dem Feuerlevel nochmal? Hab ich da was übersehen? Hier unten vielleicht oder so? Ja, siehst du, dafür habe ich die Checkpoints nicht ausgefüllt. Ist aber komisch, dass die Musik ausgeht, sobald man alles ausfüllt. Die letzte Blume. Ich meine, ich könnte eigentlich auch einfach das Level beenden. Ich gehe nämlich nicht davon aus, dass ich das Level 100% beende, weil ich den Boss ja nicht kenne. Der wird mich garantiert einmal treffen. Aber ich habe auch natürlich irgendwo keine Lust, das nochmal zu machen, ne? Bei den vier Shy Guys musst du die Blume essen, die die wegrollt. Was? Bei den vier Shy Guys musst du die Blume essen? Was für eine Blume? Reden wir von hier, von einer...
Die Fake-Blumen kann man nicht töten. Ich mache jetzt erstmal einen Checkpoint, damit das gesaved ist. Bei der Fake-Blume war außerdem was. Das sind nicht zwei unterschiedliche Sachen. Das kann nicht sein. Da unten... Ne, da kann ja nichts sein. Da ist ja eine... Eine Röhre. Kann im Wasser noch irgendwas sein? Im Wasser müsste ich doch auch alles gehabt haben. Aber hier habe ich, müsste ich doch eigentlich auch alles gehabt haben. Den haben wir getötet, dann kam so ein... So ein Wollknäuelteil. Was ist mit hier unten Dunder? Habe ich da schon geguckt? Ja, ne? Da drüben war dann das eine Teil. Bei den... Blauen. Da wird ja jetzt nicht hier drüben irgendwo in der Luft eine unsichtbare Wolke sein. Das kann nicht sein. Also hier unten schließe ich absolut aus. Also da schließe ich... Ich hätte mir halt mal merken müssen, wo ich... Aus welchem Abschnitt ich schon eine Blume gehabt habe. Das hätte die Chose etwas einfacher gemacht. Gut, gehen wir zu eurem komischen Abgrund. So. Ich meine, ich werde ja auch das Gefühl nicht... Aber da kann nichts sein, da ist doch auch schon was gespawnt. Nachdem ich die getötet habe, ist doch da schon was gespawnt. Das ist doch genau das, was das Ganze recht unwahrscheinlich macht. Und was soll da, wie soll ich denn dann da wieder hochkommen? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Selbst wenn da was ist. Keine Ahnung, es ist sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, überall da, wo schon was war, da halte ich es für höchst unwahrscheinlich, dass dann wieder noch was ist. Hätte ich hier schon mal alle getötet gehabt? Hier ist ja die Fake-Blume. Hier. Seht ihr? Die kann man nicht töten. Habt ihr jetzt genug davon? Danke. So. Ich habe keine Ahnung. Ich bin... Ich bin absolut am Rätseln und ich habe keine Ahnung. Ich mache jetzt das zu Ende, weil ich die Chance habe. Lieber mache ich das Level nochmal, als dass ich jetzt hier echt mich tot suche. Denn ich hätte ganz gerne lieber volles Leben für den Bosskampf. Bevor ich den nämlich irgendwie verhunze oder so, wäre mir das ganz recht. Und dann werde ich einfach im zweiten Versuch das versuchen zu vollenden. Eine Blume. Mein Gott. Was soll's. Aber... Keine Ahnung. Gucken wir uns den Bosskampf an. Ach nee, ist es dasselbe wie damals mit Kamek? Tatsache, das ist exakt
exakt wie damals in Yoshi's Island. Sehr, sehr geil. Das feiere ich sehr. Ja, da kann man nichts machen, das muss man jetzt erstmal abwarten. Ich meine, ich habe jetzt nicht die Theorie, die Vermutung, dass ich das schaffen werde. Bowser im First Try. Ohne Schaden nehmen natürlich, das ist ja der Witz der Geschichte. Aber hey, man kann ja noch glauben, oder? Ach, hier wäre sogar nochmal ein Checkpoint gewesen. Süß, vom Boss nochmal. So. Grande Finale. Alles klar, dann mal los. Let's do this shit! Hallo! Wo ist Kamek? Warum ist er nicht hier? Ist wie damals fast. Junger Herr Bowser, ich bin hier, keine Sorge. Kein Grund zum Schreien. Du bist zu spät dran, viel zu spät. Was hast du gemacht? Gib mir die Wolle. Ich will mit dieser Wolle ein ganz großes Schloss bauen. Für mich ganz allein. Yoshi! Hä? Wer bist du denn? Die Wolle gehört mir, Wiederholen ist gestohlen. Junge Herr Bowser, lasst mich euch helfen. Okay. Ist jetzt hier schon Bosskampf? What? Na klar! Kann es sein, dass ich Kamek abschießen muss? Also? Nein? Ich muss ihm auf den Kopf springen. Mal sehen, ob es da auch so ein episches Finale gibt wie damals. Wow. Okay. Zweimal. Oh, ups. Okay, bisher ist der Kampf doch recht einfach gestalten. Oh. What? Das war's? Nee, das war's nicht. Ich denke mal, die ganze Wolle, die er jetzt geklaut hat, mit der baut er jetzt einen Riesenbowser, oder? Junger Herr, seid ihr wohl auf? Yoshi, wie konntest du nur? Moment, mir kommt da eine Idee. Mit der Macht dieser Wolle könnte ich... Oh, das ist perfekt. Ja, pass auf. Die Form... Oh, oh. Oh, oh. Ja, nu? Was passiert denn jetzt? Okay. Jetzt bin ich sauer. Jo. What the hell, ey? Ah, da sehe ich was. Okay.
Oh, muss ich jetzt sein. Ist seine Wolle so eine Art Schutz oder? Ich gehe mal davon aus, dass das so eine Art Barriere ist. Scheiße, ich glaube, ich muss die erst alle wegmachen. Aha. Das hat ihm definitiv Schaden gemacht. Oh, dann nein. Scheiße, jetzt habe ich doch Schaden genommen. Boah, damit habe ich nicht gerechnet, ey. What the fuck, Alter. Oh, scheiße. Ärgert mich das, dass ich jetzt ausgerechnet da Schaden genommen habe, ey. Ansonsten war es nämlich echt gut bisher. Scheiße. Komm, noch ein Teil. Nein, 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 wollte ich nicht. Ja, wo bin ich, hä? Ach, scheiße, ärgert mich das. Einmal, ey. Mist. War's das? Ich nehme an. Die Wolle löst sich von Baby Bowser und verstreut sich in alle Richtungen. Plötzlich vereinen sich die losen Fäden und die Yoshis sind zurück. Ja, der pinke Yoshi, der orange Yoshi, der schwarze Yoshi, der lila Yoshi. Wie könnt ihr dem jungen Herrn so etwas antun? Dafür werdet ihr irgendwann noch bezahlen. Yoshi! Und so kehren die Yoshis zurück auf ihre endlich wieder friedliche Insel. Hoffentlich denkt Baby Bowser darüber nach, was er angestellt hat. Bello! Okay. Oh, ärgert mich der eine Treffer. Ärgert mich der eine Treffer, sonst hätte ich es ohne Schaden geschafft. Ah, scheiße. Das war's. Quasi. Süß. Wir werden überspringen, wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Ja, einmal Schaden genommen, schade. Danke fürs Spielen, noch sind wir nicht durch, Kollegen. Noch einmal müssen wir ran. Du kannst ja nur eine Musik mitlernen, das ist schön. Vor Baby Bowser Schloss wurde ein Woll-Yoshi wieder zusammengehäkelt. Auf dem Woll-Atoll wurde der Boss-Pavillon eröffnet, aha. So, aber ein paar Kleinigkeiten fehlen natürlich noch. Wir haben nicht alle Blumen gehabt, weshalb das Bonuslevel leider noch nicht freigespielt ist. Ärgerlich. Na dann. Let's do this. Wir machen das noch fertig. So, guck mal. Alle Yoshis sind wieder da. Ach, freue ich mich. Dann nehme ich den süßen blauen Yoshi jetzt. Nein, den lila Yoshi.
Das ist mein Mann. Lila Yoshi darf jetzt noch kurz mitspielen. Wo ist der Boss-Pavillon? Ja, ich will mal kurz gucken, was das ist. Die Bosse, die du besiegt hast, wollen eine Revanche. Aber Vorsicht, sie sind jetzt viel stärker. Besiege einen Boss, um den nächsten freizuschalten. Aha. Die Bosse sind jetzt stärker. Das ist ja süß. Was kann ich mir drunter vorstellen? Ich mach's jetzt einfach mal. Zum Abschluss werde ich den grünen nehmen. Ja, das hatte ich auch vor. Monty, der große Runde 1. Das ist ja eine reine Beschäftigungstherapie. Oh, oh, ja, okay, also einfach schneller. Na klar. Sie haben ihn einfach schneller gemacht. Ja, also. Bei aller Liebe, ne? Das ist ja einfach nur 100% schneller, der Boss. Und dann war's das aber auch. Schwieriger ist er relativ. So. Da gibt's das erste Teil für. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. Wahrscheinlich formt man dann noch einen Yoshi zusammen oder so. Gehe ich mal schwer davon aus. Ja, aber wenn die Bosse jetzt alle nur schneller sind, das ist jetzt nicht so geil. Ist Xillibo dann auch einfach nur schneller oder was? Wenn die schneller sind, ist der Boss auch schneller vorbei. Also von dem her. Wenn die das durchziehen. Keine Ahnung, ich kann das einfach mal machen. Ja, komm. Ja, das ist einfach nur schneller. Xillibo! Ah, Xillibo ist ja schon süßer. Und ein paar Gegner spannen lassen. Wir ziehen dem Xillibo die Lederhosen aus. Ich muss das ja jetzt hier nicht mit 100% mal, sondern nur schaffen. Das ist ja... Sorry, aber... So easygoing. Wenn euch das interessiert, kann ich das gerne machen. Mir tut das nicht weh. Huch. Aua. Vielleicht schon. Ups. Vielleicht tut es mir ja doch weh. Jetzt bin ich gleich tot, also weitergeht. Alter! Ist ja gut jetzt, Xillibo. Es ist schon geil, wie es ein bisschen ausrastet, aber okay. Bang! Sehr geil. Da freut sich der lila Yoshi. Und da freue ich mich auch. Schön. So. Was ist denn das dann? Einfach nur noch... Was heißt hier ja Runde 1? Gibt es denn dann noch eine Runde? Also das ist Welt 1 jetzt gewesen. Welt 2, Welt 3, Welt 4, Welt 5, Welt 6. Ja. Der Bowser-Kampf auf doppelter Geschwindigkeit könnte interessant werden. Ach, deswegen Runde 1, weil Monty ja zweimal kämpft. Ich verstehe. Okay. Hier, dann machen wir es doch mal weiter. Hey, wenn da Yoshi zu holen gibt, dann ist doch okay. Not bad, Barakupa. Im Normalfall sollte es recht schnell gehen. Ein paar Bosse sind bestimmt hässlich, wenn die schnell sind. Oh ja. Er ist einer davon. Okay, den habe ich abgefuckt. Kann ich direkt neu starten? Ja, bitte. Den habe ich abgefuckt. Das würde ich gerne nochmal heute machen. Dann hat man wahrscheinlich auch weniger Zeit, dann den zu treffen oder so. Wow. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass einige ziemlich assi dann werden. Alter! What the hell? Ja, doch, ich kann mir vorstellen. Einige Bosse sind auf der Geschwindigkeit bestimmt schwierig, ja. Okay, er rastet auch nur minimal. Aber für uns reicht... Oh, ah doch, reicht's nicht. Oh, der ist down.
So. Gewonnen. Okay. Ja, wenn das so ist, dann zögern wir Yoshi noch ein bisschen hinaus, habe ich gehört. Ja, wenn das zu den 100% gehört, meine lieben Freunde, wenn ich da Yoshis freispielen kann, dann muss ich das leider auch noch machen.